Herzlich willkommen im ORF-Konfrontationenstudio, meine Damen und Herren. Die zweite Runde des heutigen Abends bestreiten Eva Glawischnik von den Grünen. Herzlich willkommen. Und Josef Hucker vom DZÖ. Guten Abend. Guten Abend. Genau 13.000 Stimmen und ein Mandat war das DZÖ bei der letzten Nationalratswahl vor den Grünen, also ein hauchdünner Vorsprung. Aber seither musste das DZÖ dank diverser Abwanderungen zu den Freiheitlichen und zum Team Stronach mandatsmäßig ordentlich federn lassen. Was Eva Glawischnik und Josef Bucher voneinander halten, das erfahren wir gleich wieder in einer Zuspielung von Klaus Dutzler. Es kommt jetzt aber kein Beitrag mit Josef Bucher, oder? Also FPÖ, BZÖ, FBK, das ist ein Klüngel. Die Frau Glawischnik glaubt, sie hat die Wahrheit gepachtet. Die Banken können jetzt direkt in die Taschen der Steuerzahler greifen. Und das haben sie den Grünen zu verdanken. Warum die nicht miteinander können sollten, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde eher milde mit ihm sein. Der Wohlstand, von dem Sie heute sprechen, ist auf Sand gebaut, auf Kredite gebaut. Das ist nämlich, das ist das Faktum. Ja, wieso, Sie haben alles nur in Form von Krediten. Dann reden Sie, ja, dann weil reden die Banken Sie mal über die natürlich der Geld Krise. Gebraucht haben dann, und ja, weil günstiger Zugang zu Krediten. Lassen Sie mich vielleicht einmal ausreden, Frau Kollegin. Ich meine, Sie haben wirklich ein unanständiger Ort. Ja. Unanständig ist was anderes. Soll Sie über Wirtschaft mit ihm diskutieren? Nicht? Er versucht eben diesen ultraliberalistischen Ton einzuschlagen jetzt und ich glaube nicht, dass er eine große Chance hat. Könnt ihr die Freiheit fühlen? Ich kenne ja den Josef Bucher schon lange, er ist jetzt mein Sitznachbar im Parlament und ich mag ihn, ich schätze ihn. Allerdings habe ich wenig inhaltliche Gemeinsamkeiten mit dem Rest seiner Partei ausgemacht. Bucher und Glawischnik sitzen zwar immer nebeneinander, aber man sieht, sie vertragen sich zwar menschlich wahrscheinlich, aber ob die Parteien jetzt wirklich gerade aufeinander zugehen, glaube ich nicht. Dass Sie das nicht kapiert haben, ist ein Armutszeugnis für die Grünen. Wenn Sie das gewusst hätten, hätten Sie auch nicht abstimmen. Wenn Sie sagen, Sie wollen die Spekulation bekämpfen. Jetzt sind Sie mal ein bisschen höflich, Herr Kollege Bucher. Ich würde nicht aggressiv mit ihm sein. Ich würde eher so ein bisschen einen mütterlichen Ton anschlagen. Aber sie kann gar nicht mit ihm eine Stunde reden. Ich würde das verkürzen. Sagen, schauen Sie, da ist kaum eine Diskussion möglich. Also wir werden selbstverständlich zeigen, dass eine Diskussion hier möglich ist. Sie dauert nicht eine Stunde, aber noch etwas mehr als 40 Minuten. Und beim mütterlichen Ton haben wir alle sehr gelacht. Uns geht es vor allem darum, Ihnen auch zu Hause zu zeigen, meine Damen und Herren, was haben die Parteien für Lösungsansätze für ein und dasselbe Problem. Und deswegen schlage ich vor, wir beginnen gleich mit einem Sachthema und ich frage Sie hier beide einfach mal so offen. Was, Frau Glawischnik, sind Ihre Rezepte gegen die steigende Arbeitslosigkeit? Steigende Arbeitslosigkeit ist sicher ein Thema, das uns jetzt gerade als Auswirkung der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise politisch sehr beschäftigen muss. Also wir haben uns vorgenommen, in den Bereichen ökologischer Landbau, ökologisches Bauen, Verkehrswende, Energiewende, also bis zum Jahr 2018 in einer Größenordnung zwischen 80.000 und 100.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Das hat für uns den Hintergrund, eine unserer Kernanliegen ist, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Also wir haben das in Oberösterreich bereits ausgerollt, das Programm. Also in Oberösterreich als Land der Schwerindustrie hat den Landesrat Rudi Anschober jetzt über die letzten Jahre auch in Zeiten der Krise zusätzliche Arbeitsplätze gesichert und geschaffen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass von 10 Pelletskesseln, also das sind Holzheizungen und Solaranlagen in Deutschland und in der Schweiz, 8 bzw. 9 aus Oberösterreich kommen, dann ist das durchaus auch Exporttechnologie geworden, die Österreich weiterbringen kann. Also das ist einer unserer Grundlösungsansätze, die ich leider beim BZÖ vermisse. Da geht es sehr viel um Steuersenken und so weiter. Aber auch die Umweltperspektive mit einzubeziehen, die Nachhaltigkeit und dass wir unsere Lebensgrundlagen auch schützen müssen, trotz Wirtschaftswachstum. Also das ist ein Thema, das wir sicher nicht gemeinsam haben. Über Greenjobs, glaube ich, müssen wir noch reden. Aber Herr Bucher, da tue ich mir auch schwer, wenn ich Ihr Programm lese. Da fällt jetzt auch nicht sofort ins Auge, was Sie da für Ideen haben. Dann haben Sie noch nie, vielleicht haben Sie es uns bis jetzt noch nie gelesen, dass wir die Steuern senken wollen. Ja, und das ist das Rezept für alles und jedes. Nein, aber Sie müssen halt einfach
zur Kenntnis nehmen, warum wir in diese wirtschaftlich schwierige Situation gekommen sind. Weil wir einerseits für die Banken und Pleiteländer sehr viel Geld zur Verfügung gestellt haben. Dieses Geld fehlt in Österreich. Dieses Geld wird den Österreicherinnen und Österreichern abgenommen in Form von hohen Steuern und versteckten Steuern in Form von Gebühren und Abgaben. Und daher fehlt den Menschen in unserem Land das Geld zum Ausgeben. Wenn die Menschen für den Konsum weniger Geld haben, dann fehlt das Geld in der Wirtschaft. Dort werden weniger Beschäftigungen verrichtet und weniger Steuern gezahlt. Wir müssen den Wirtschaftsmotor wieder flott bekommen. Das können wir nur, indem wir die Steuern senken und damit einen Beschäftigungsturbo zünden für Österreich. Und das Zweite, darf ich Ihnen sagen, als wirklich arbeitsmarktwirksame Vorgehensweise. Wenn die Einpersonenunternehmen in Österreich und die kleinen mittelständischen Betriebe in Österreich ein Beschäftigungsprogramm bekämen, in der Form, dass für die ersten 3 Jahre jeder Langzeitarbeitslose in Österreich, der 1 Jahr lang arbeitslos ist, keine Lohnnebenkosten zu bezahlen hätte, dann hätten wir 3 Gewinner. Erstens einmal wäre der Arbeitslose in einer ordentlichen Beschäftigung. Der Betrieb hätte einen Mitarbeiter mehr und würde sich die Lohnnebenkosten ersparen. Und der Staat wäre der Gewinner, weil er keine Arbeitslosen Gelder mehr auszubezahlen hat an den jeweiligen Arbeitslosen, sondern Einnahmen zu verbuchen hat. Das wäre eine Win-Win-Situation für alle drei. Da würden wir gleich einmal auf einen Schlag 100.000 Leute, die jetzt beschäftigungslos sind, in den Arbeitsprozess integrieren können. Das wäre ein Gewinn für die Wirtschaft. Klingt aus Ihrem Mund alles so wunderbar einfach. Wer ist auf diese, warum sind nicht alle auf diese Idee schon gekommen? Ja, die Bundesregierung ist ja teilweise auf diese Idee gekommen. Sie hat es nur sehr batschert angestellt. Und mit einem enormen Verwaltungsaufwand versehen, das ist ja beschlossen worden. Also wieder nur eine Maßnahme, die auf halbem Wege greift. Es sind vielleicht 5.000 oder 10.000 Leute in diesem Beschäftigungsprogramm tätig. Man müsste das radikal machen, verwaltungsschonend machen und wirklich auf 3 Jahre anlegen, sodass Menschen dauerhaft dann in Beschäftigung bleiben. Einverstanden? Also ich habe mir die Wahlprogrammseiten alle angesehen von BZÖ. Das Wahlprogramm hat ja 14 Seiten. Und im Wesentlichen ist es Österreich sanieren ohne Steuern, also komplett ohne Steuern, ist was interessant ist. Einige Vorschläge nur da drinnen finde ich wirklich brandgefährlich. Ja. Das klingt jetzt immer so schön, schön gesprochen, aber Sie wollen zum Beispiel eine Reduktion des Staatsanteils an Unternehmen wie Post und OMV auf 25-prozentige Sperrminorität senken, also weiter privatisieren, was unter Schwarz-Blau ja auch schon passiert ist oder Schwarz-Blau-Orange dann passiert ist. Und Sie behaupten, dass das 25 Milliarden Euro bringen soll. 25 Milliarden Euro, ja. Ich habe mir das jetzt durchgerechnet. Also derzeit, wenn man OMV, Telekom und Post und wenn Sie noch den Flughafen dazu nehmen und den Verbund auch noch dazu, dann kommen Sie höchstens auf 4 Milliarden Euro. Also diese ganzen Rechnungen sind alles andere als seriös. Und im Übrigen, was da auch noch dahinter steckt, wenn man so etwas privatisiert wie den Verbund, privatisiert man auch die gesamten Wasserreserven Österreichs, die gesamten Trinkwasserreserven in unseren Pumpspeicherkraftwerken. Also dieses Programm halte ich ehrlich gesagt für brandgefährlich. Also ich habe auch den Beleg mitgebracht, das ist Privatisierung 25 Milliarden Euro, bzö.at, ja, also Sie können es runterladen. Ich halte es nur. Wahlprogramm, haben Sie gesagt. Ja, ja. Also darf ich Ihnen das Wahlprogramm von BZÖ überreichen? Sie können es mir gerne geben, ich habe es wirklich studiert. Das ist das Wahlprogramm. Ich gebe Ihnen den BZÖ-Vorschlag. So, hier findet ein Austausch statt, aber Frau Klawischnik, wir waren ja eigentlich ausgegangen vom Thema, was tun wir gegen Arbeitslosigkeit? Ja. Und da habe ich bei Ihnen auch was Interessantes gelesen. Ich möchte einen Satz sagen. Mir ist es wichtig, also wenn es um wirtschaftliches Sanieren geht, man darf nie vergessen, wir haben begrenzte Lebensgrundlagen. Man muss auch immer die Ökologie, den Umweltschutz mitdenken. Und ein Konzept, das das komplett ausklammert, in Ihrem Waldprogramm, das brauche ich jetzt gar nicht durchlesen, weil das weiß ich auswendig, kommt Umweltschutz nicht vor. Oder sagen Sie mal, wo das drinnen steht. Umweltschutz existiert bei Ihnen nicht. Sie wollen aus dem Kyoto-Vertrag austreten. Klimaschutz ist für Sie kein Thema. Und das gehört zum nachhaltigen Wirtschaften wirklich dazu. Also im Jahre 2030. Ja, das schließen Sie die Ansage da. Beispielsweise thermische Sanierungsprogramme, hervorragende Idee, läuft ja schon höchst erfolgreich in Österreich. Ja, da haben Sie uns als Partner. Nur die großen Räder werden Sie damit nicht in Bewegung bringen. Sie werden nicht Hunderttausende im Beschäftigungsprozess unterbringen mit diesen Maßnahmen. Aber das sind viele kleine Dinge. Privatisieren, nein, das ist ja ein anderes Thema. Gut. Privatisierung ist ja ein anderes Thema. Damit werden wir nicht unverzüglich jetzt Arbeitsplätze schaffen, sondern Privatisierungen sorgen für Einmaleffekte und reduzieren die Schuldenlast. Ja, schauen Sie, wollen wir über Privatisierung reden, dann erkläre ich Ihnen das.
Erklären Sie es uns kurz. Sie haben eine andere, vielleicht sagen Sie uns die ganz kurz und dann kehren wir zurück. Ich möchte niemals das Wasser privatisieren, aber ich möchte eines. Verkaufen wollen Sie? Ich möchte auch kein Wasser verkaufen, sondern ich möchte, dass die Energieunternehmen in Österreich einen echten Wettbewerb untereinander ausgesetzt sind, was gegenwärtig nicht der Fall ist. Denn da sind rote und schwarze Parteigänger in Position gebracht, die nicht in der Lage sind, die Unternehmen so zu managen, dass wir wirklich dauerhaft für die Zukunft leistbare Energie produzieren. Das ist das Problem. Und wir haben keinen Wettbewerb. Sie wissen ganz genau, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, dass an den großen Märkten der Strom billiger wird, aber der kleine Endverbraucher für den Strom immer mehr zu bezahlen hat. Da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und deshalb brauchen wir einen Wettbewerb im Strommarkt und nicht diese verstaatlichten Stromkonzerne, wie wir sie gegenwärtig haben. Und darüber muss man nachdenken. Die Privatisierung kann nicht von heute auf morgen gehen. Da braucht man einen längerfristigen Plan. Denn wenn man auf Druck privatisiert, dann ist man immer derjenige, der draufzahlt am Ende des Tages. Ich möchte haben, dass wir leistbaren, sauberen Strom aus der Steckdose beziehen können und damit den Betroffenen helfen. Ich möchte gern, dass die Grenzen an Atomkraftwerke abgeschalten werden. Ich möchte gern, dass Österreich sehr viel mehr tut, auch gegen den Ausbau von neuen Atomkraftwerken jenseits unserer Grenze. Ich möchte gern erneuerbare Energien ausbauen. Ich möchte gern Energieeffizienz, auch Märkte öffnen. Ich möchte aber nicht unsere Wasserversorgung privatisieren. Damit haben wir das klargelegt. Dann haben wir das Thema Energie abgehandelt. Dann haben wir das Thema Energie für jetzt mal abgehandelt. Dann sollten wir aber auch auf etwas Rücksicht nehmen in Österreich, und zwar auf die Nutzung der Wasserkraft. Da sind Sie nämlich diejenigen, die immer auf der Bremse stehen. Das ist ein Vorzug, den wir da genießen innerhalb Europas, aufgrund der vielen Flüsse, die wir haben. Wir sollten auf die Kleinwasserkraftwerke in Österreich setzen, auf die sauberste und günstigste Energiegewinnung. Das wäre endlich einmal eine Einen Satz noch dazu. Es dürfte Ihnen entgangen sein, wie viele Kleinwasserkraftgenehmigungen Rudi Anschober in Oberösterreich erteilt hat in den letzten 10 Jahren. Die Zahl kennen Sie mit Sicherheit nicht. Es waren mehrere Dutzend. Aber wie auch immer. Also Sie wissen ganz genau, dass wir in diesem Bereich selbstverständlich ökologische Grenzen akzeptieren müssen. Die Flüsse sind zu 80% ausgebaut. Dass es große Potenziale gibt, bestehende Standorte auch zu repowern, also mit besseren Turbinenleistungen auszustatten. Aber eines muss klar sein. Also Naturjuwele, so wie die Schwarze Sulm oder Natura 2000 Gebiete, also die müssen unangetastet bleiben dürfen. Also das ist schon wichtig auch für die nächsten Generationen. Sie haben auch Kinder, dass man die Schönheiten unserer Natur nicht den Milliardären, so wie am Wörthersee, dem Stronach sozusagen, zuschanzt, sondern dass die wirklich erhalten bleiben und geschützt bleiben. Dann schließen wir das Thema ab und ich möchte ganz gerne noch einmal zurückkehren zu unserem Ausgangspunkt, nämlich zum Thema Beschäftigung. Da habe ich bei Ihnen was ganz Interessantes gefunden. Lustigerweise im Kapitel Frauenpolitik, da ist von Ihnen folgende Forderung zu hören. Top-Jobs mit über 50 Wochenstunden Arbeitszeit sollen auf 2 qualifizierte Teilzeitjobs aufgeteilt werden. Jetzt arbeiten schon fast die Hälfte aller Frauen in Teilzeitjobs. Die meisten wahrscheinlich nicht ganz freiwillig. Und jetzt wollen Sie noch mehr Teilzeitjobs gründen. Was soll denn das bringen? Na, also da haben Sie, glaube ich, etwas missverstanden. Also es ist, glaube ich, evident, dass wir in Führungspositionen sehr, sehr wenige Frauen in Österreich haben. Und das ist schade. Ich sage jetzt nicht, dass Frauen die besseren Chefs sind oder etwas besser können, sondern mir geht es um Diversität. Dass es auch in diesen Top-Positionen genauso die weibliche Sichtweise, die weibliche Perspektive auch gibt. Und das gibt es in Österreich nicht. Und diejenigen, die tatsächlich das schaffen, haben meistens nicht so wie Männer in Top-Jobs auch die Möglichkeit, eine Familie zu gründen. Und es gibt ganz, ganz wenig Möglichkeit, auch aus Teilzeit in Führungspositionen aufzusteigen. Und das ist mir auch wichtig, dass man selbst, wenn man nur eine Teilzeitbeschäftigung hat, auch eine Führungsposition machen kann. Und das ist die Grundidee. Und ich sage Ihnen nur eines, also es ist wirklich schade. Sie wissen, wir haben so viel gut ausgebildete Frauen in Österreich. Ja? Wir haben nach wie vor das Problem, dass wir in der Steiermark haben wir 56 Schließtage bei den Kindergärten. Wir haben 25 Urlaubstage. Ja? Also das ist eine Situation, da darf man sich nicht wundern, dass Frauen... Von Top-Jobs reden wir ja da gar nicht. Aber nicht einmal mehr gescheit in die Beschäftigung zurückkommen nach der Karenz. Aber ehrlich gesagt, Sie haben einen Top-Job. Eigentlich 2. Sie sind Parteichefin und Clubobfrau. Und Mutter. Und Mutter noch dazu. Ist auch ein Top-Job. Ja, ist auch ganz sicher ein Top-Job. Ich meine, den könnten Sie jetzt locker teilen. Auf 2 Teilzeit-Top-Jobs. Wenn Sie meine berufliche Situation gut beobachten, ich teile sehr viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ein Team. Werner Kogler macht sehr viel. Also es ist auch gelungen, also mit 2 Kleinstkindern sozusagen auch Wahlkämpfe zu machen. Das geht nur, wenn man gute Unterstützung und auch wirklich ein gutes Team hat, wo das auch ganz normal ist, dass man als Frau und Mutter auch arbeiten kann. Das ist ganz normal.
Bei Ihnen ist es genau umgekehrt, Herr Buchholz. Wir haben das ja schon gelegentlich besprochen. Sie sagen irgendwie, Leute sollen Überstunden machen können, die sollen auch steuerfrei sein. Und jetzt muss ich Sie schon fragen, wenn jemand 4 Leute anstellt und die arbeiten jeweils 50 Stunden pro Woche, dann kommt das Gleiche raus, wie wenn jemand 5 Leute anstellt und die arbeiten 40 Stunden pro Woche. Nur sind das 25% mehr Jobs. Das muss Ihnen doch auch klar sein, dass das, dieses Modell Überstunden steuerfrei ja geradezu dazu verleitet, zu sagen, weniger Leute, mehr Stunden. Mir ist vor allem eines klar, dass wir viel zu viele Regulierungen haben, dass wir viel zu viele bürokratische Gesetzmäßigkeiten haben, die die Freiheit des Einzelnen einschränken. Und da unterscheiden wir uns fundamental. Während die Grünen versuchen, in die Lebensfreiheit des Einzelnen einzugreifen und jede Menge Vorschriften zu machen, sind wir auf den liberalen Standpunkt und sagen, jeder Einzelne soll selbstbestimmt sein Leben in die Hand nehmen können und entscheiden können, wie er seine Arbeitswelt gestaltet. Da muss ja nicht der Staat jedes Mal drüber schauen und sagen, wie das alles zu machen ist. Also da vertraue ich auf die freien Mechanismen von Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebervertretern, so wie wir das in Österreich in guter Tradition gewohnt sind. Aber die ganzen Reglementierungen, und da sind Sie ein lebendes Beispiel von den Grünen, ja, was die, Sie, volle Fälle, ja, was die ständigen Verbote betrifft und die Eingriffe in die Lebensfreiheit der Menschen, dagegen bin ich. Ich bin einer, der für die Freiheit des Einzelnen kämpft. Ja, weil ich die besten ausgebildeten Jugendlichen für die Zukunft haben möchte, die nicht ständig nach dem Staat schreien, sondern selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nehmen. Was hat das jetzt mit den Überstunden unmittelbar zu tun? Das hängt damit zusammen, dass wir jedes Mal glauben, wir müssen alles regulieren. Wir versuchen bis ins kleinste Detail, in den kleinsten Betrieb hinein, Ein-Personen-Unternehmer, alles zu regulieren. Während bei den Banken und am Finanzmarkt überhaupt keine Regeln da sind. Bis heute nicht. Seit 2008 wird dort spekuliert und keiner hat bis heute es geschafft, von den Regierungsparteien Regeln zu entwickeln, die auch zu befolgen sind. Das heißt, oben wird weggeschaut und unten wird reguliert. Da müssen wir wegkommen. Das ist eine fatale Situation. Vor allem für die kleinen mittelständischen Unternehmen und die Ein-Personen-Unternehmen. Ja, seien wir stolz, dass wir diese kleinteilige Wirtschaft in Österreich haben. Wir müssen stolz auf die sein, auf den österreichischen Mittelstand. Das ist das Tragwerk, das Fundament für unsere Volkswirtschaft. Also ich möchte nur eines sagen zur Liberalität. Sie sind in dem Sinne auch wirklich eine sehr liberale Partei und ein sehr liberaler Club gewesen, weil mittlerweile, und das ist einzigartig in der Zweiten Republik, sehr viele offensichtlich sehr liberal ihre Position gewechselt haben und entweder zur FPÖ oder zu Stronach übergelaufen sind. Also wenn Sie mich jetzt schon persönlich attackiert haben, also das ist sicher einzigartig. Und für mich heißt das schon eines, also dass vor allem, welchen Charakter und also welche Stärke haben auch, hat Ihr Team, ja, oder hat Ihr Team gehabt? Ja, das ist für mich schon ein Thema. Sie reden jetzt immer schön über Mittelstand und EPUs und so weiter, aber wenn nicht einmal die eigenen Leute Ihnen noch vertrauen für die Zukunft und das sozusagen das Boot gewechselt haben, ja, wir sollen Ihnen an Wähler und Wähler vertrauen, Wähler und Wählerinnen vertrauen. Ja, aber bleiben wir doch bei der Sache. Ja, ihr könnt gerne bei der Sache auch bleiben. Er hat persönlich, ja, ich sage es sehr gerne, wir haben ein großes KMU-Paket, Sie haben mich als lebendes Verbot sozusagen bezeichnet. Ja. Eines sage ich Ihnen, wir haben also jetzt in der letzten Zeit mit so viel Wirtschaftsunternehmen Kontakt gehabt. Also die Dinge erzählen, die wir alle kennen, nämlich früher haben sie das Geld sehr leicht bekommen, mittlerweile müssen sie sehr viel mehr Sicherheiten leisten. Aber alle diese Wirtschaftsunternehmen, die auf uns zugegangen sind, haben etwas, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, nämlich sie denken auch an Nachhaltigkeit. Familiengeführte Unternehmen, also die nicht nur den klassischen Markt und liberal und ich weiß nicht was im Auge haben, sondern auch die nächste Generation, die auf das Unternehmen schauen, aber auch auf die Lebensgrundlagen, die nachhaltig wirtschaften. Und das ist die Zukunft aus meiner Sicht. Und nicht liberalisieren. Sie haben recht, wenn Sie sagen, bei den Finanzmärkten muss man sehr viel stärker regulieren. Und man muss ein Bankeninsolvenzrecht endlich auf die Beine stellen. Wir haben das versucht zu verhandeln, im Gegensatz zu Ihnen. Ja? Aber was die Nachhaltigkeit von Klein- und Mittelbetrieben betrifft, ja, Arbeit steuerlich entlasten, aber auch an die nächsten Generationen denken. Sie hätten die Gelegenheit, ja? Frau Klawischnik, Sie hätten die einzigartige Gelegenheit gehabt, mit der Bundesregierung das zu verhandeln. Sie wissen, dass Sie diesen europäischen Stabilitätsmechanismus, diese grenzenlose Schuldenhaftung mit den Roten und den Schwarzen mitbeschlossen haben. Ich hätte mir von Ihnen wenigstens erwartet in dieser Phase, dass Sie sagen, dann führen wir endlich klare Regeln ein, wie sich die Banken in Zukunft zu verhalten haben. Wenigstens das.
Es kann doch nicht hingenommen werden, dass sich alle an Regeln zu halten haben, bis in die kleinste Zelle unserer Volkswirtschaft hinein. Und die Banken können nach wie vor tun und lassen, was sie wollen. Und jetzt auch noch mit Haftung des Steuerzahlers. Da hätte man auch ein bisschen mehr von Ihnen erwartet. Und nicht einfach zu sagen, na egal, der Steuerzahler in Österreich soll haften für die Pleiteländer im Süden, für die Banken. Im Grunde genommen wissen es ganz genau, dass das Geld nicht, naja, das Geld ist nicht an die Länder gegangen, sondern die Banken haben es vorher abgezweigt. Und auch Ihr Kollege Kogler hat das immer wieder kritisiert, auch im Finanzausschuss, dass ursprünglich etwas ganz anderes vereinbart war mit der Bundesregierung, was sie dann später gebrochen haben. Gut, wir sind mittlerweile beim europäischen Rettungsschirm angelangt, wo es unterschiedliche Meinungen zwischen Ihnen gibt. Ich würde ganz gerne über das Thema Staatsschulden diskutieren, wenn Sie mir noch eine kurze Gelegenheit geben, noch einmal zurückzuholen, dieses Thema Zwang versus Liberalität. Denn da gibt es ein Thema, das da ganz gut herpasst und das sich, wo Sie sich auch ganz stark unterscheiden, weil Sie gerade Familienunternehmen und Familien auch diese Möglichkeit von Vereinbarkeit, Beruf und Familie angesprochen haben. Sie wollen, dass es erstens einmal ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr gibt. Das ist einmal das eine. Und Sie wollen auch, dass es einen, ähnlich wie in Deutschland, ab dem ersten Lebensjahr, also ab dem ersten Geburtstag des Kindes, einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gibt. Erste Forderung, zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, ab dem vierten Lebensjahr in den Kindergarten. Es sind mehr als 90% der Kinder, die ab diesem Alter sowieso schon im Kindergarten sind. Mhm. Wieso wollen Sie den 10% der Eltern, die sich halt anders entscheiden, das aufoktroyieren? Also wenn Sie sich anschauen, welche Kinder nicht 2 Jahre lang in den Kindergarten gehen, das ist vor allem in Wien, das sind viele mit Migrationshintergrund. Und wir wissen aus vielen Studien, dass 2 Jahre Kindergarten sind ja ein paar Stunden in der Woche. Ja? Dass das die sprachliche Entwicklung so weit bringt, dass dann mit 6 kein Problem mit dem Schuleintritt besteht. Und das ist schon eine ganz wichtige Frage. Also wie schaffen wir das in der Schule, die sprachliche Entwicklung wirklich gut zu haben? Und das sind die 2 Kindergartenjahre einfach erwiesenermaßen die beste Lösung. Ja? Und der Kindergartenplatz, also wenn Sie sich mit den vielen Frauen unterhalten, vielen Vätern auch, also den Familien unterhalten, was das für ein Problem ist, zwischen 1- und 3-Jährigen, ja, einen Kindergartenplatz zu kriegen, wenn man einen braucht. Das ist wirklich ein Drama in Österreich. Ja. Da sind de facto Frauen vor allem vom Beruf ausgeschlossen. Das sind Verbote, über die wir auch einmal reden sollten, ja, und nicht nur über Straßenverkehr. Gut, das sollte man vielleicht noch dazu ergänzen, dass die Lösung in Deutschland ja vorsieht, wer das nicht in Anspruch nimmt, der bekommt dafür eine Geldleistung vom Staat. Wäre das bei Ihnen auch drin? Nein, es ist ja ähnlich wie bei der Schulpflicht auch. Also bei der Schulpflicht ist es auch nicht so verknüpft. Und ich glaube, das ist Anreiz genug. Nämlich mit der Verpflichtung heißt das ja auch beitragsfrei. Und das ist ja eigentlich auch ein Punkt, über den ich gerne reden möchte. Also ich halte beitragsfreien Kindergarten österreichweit, zumindest für diese 2 Jahre, für ganz eine wichtige Familienentlastung. Also wenn Sie sich vor Augen führen... Also müssen auch die Österreicherinnen und Österreicher, die Kinder... Wenn Sie sich vor Augen führen, wie viel... Sprechen, müssen auch 2 Jahre in den Kindergarten gehen, nach Ihrem Konzept. Selbstverständlich. Darf ich Sie nur eines fragen? Kennen Sie diese Gruppe von Menschen, welche Probleme hat die? Die hat in erster Linie mit der ersten und mit der zweiten Schwangerschaft geht es um die Frage, wo kriege ich einen Kindergartenplatz, damit ich beruflich irgendwie weiter am Ball bleiben kann. Das ist ein wichtiges Thema für viele Familien. Und welche Kostenbelastung entsteht mir dadurch? In Wien ist der Kindergarten von 1 bis 6 beitragsfrei. Und Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Entlastung ist. Wenn man in Graz 2 oder 3 Kinder hat, sind das mehrere 1000 Euro im Jahr Familienbelastungspaket. Und das ist mein Punkt. Wenn Sie immer sagen, alle die Familien sind so wichtig und Familien entlasten. Der Kindergarten beitragsfrei ist eine der Schlüsselentlastungen für Familien, für junge Familien. Und das ist auch die Forderung an der Grünen, ab dem vierten Lebensjahr, also 2 Jahre vor Schuleintritt verpflichtend. Da sind Sie dagegen. Aber wir wissen, Förderung fürs Kind. Wir wissen, das ist eine Bildungschance. Es sagen alle Experten, Frühförderung ist wichtig, da gibt es überhaupt keine Debatte darüber. Muss man dann nicht manchmal Eltern, die das freiwillig halt nicht einsehen wollen, auch zu ihrem Glück zwingen, wenn man so sagen will? Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Entschuldige, das ist doch absurd. Wirklich, wenn man den Frühkindern in diesem Alter schon verpflichtet, in den Kindergarten zu gehen. Warum überlassen Sie diese Wahl nicht den Eltern? Das versteht überhaupt kein Mensch. Die wissen ja besser Bescheid über ihr Kind. Das kann doch nicht der Staat. Das kann doch nicht der Staat für die Mutter oder für den Vater entscheiden. Seien Sie mal nicht böse. Das ist doch absurd. Dass es Kindergartenplätze gibt, kostenlos, das ist großartig. Das unterstütze ich sofort.
Aber der Zwang, befreien Sie sich endlich einmal von dieser Zwangsneurose, die Sie haben. Sie wollen den Österreicherinnen und Österreichern ständig Zwänge auferlegen. Glauben Sie mir, die Menschen wissen besser, was für sie gut und richtig ist. Wir müssen ihnen nicht so viele Vorschriften machen. Es geht jetzt in erster Linie um die Kinder. Es geht um die Kinder. Ja. Ich glaube, dass Sie alles grundsätzlich verwechseln. Für jene Kinder darf ich das noch. Ich möchte das nur noch fertig sagen, weil es kommt mir ja teilweise entgegen. Ja. Mhm. Jene Kinder, die nicht Deutsch sprechen, selbstverständlich. Nicht zwingen, aber die sollten nicht in die erste Klasse gehen dürfen, bevor sie den Unterricht nicht folgen können. Die haben doch gar nichts von einem Geschichtsunterricht oder von Geografie oder welchen Gegenständen auch immer, wenn sie nicht Deutsch sprechen. Ja, die lernen zuerst meistens lesen, schreiben und rechnen. Die müssen zuerst Deutsch sprechen können und verstehen können. Und dann dauert halt die Schulausbildung für jene länger. Dann sind es nicht 9 Jahre, sondern 10 Jahre, bis sie nach unserem System die mittlere Reife abgeschlossen haben. Aber nicht den Zwang einer Mutter aufzuerlegen, dass sie mit dem 4. Lebensjahr das Kind schon in einen Kindergarten geben muss. Das ist für mich absurd. Sie sind da nicht in der Lebensrealität der Österreicherinnen und Österreicher angekommen. Ich weiß schon, ja. Nur es geht jetzt nicht um familienpolitische Fragen, sondern es geht um bildungspolitische Fragen. Es geht um Förderung von Kindern. Es ist aus meiner Sicht auch ein Recht des Kindes, auch als kleines Kind auch gefördert zu werden. Und Sie wissen ganz genau, dass die Bildungsergebnisse dann viel besser sind. Und mich stört das dann auch immer, dieses Fremdbetreut. Ja? Ich sage Ihnen eins, Fremdbetreuung erweckt immer den Eindruck, also es ist auch eine wirkliche Beleidigung für die Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen und für die ganze Arbeit, die dort geleistet wird. Das ist eine Ergänzung zum Familiensystem, die für viele Kinder eine Bereicherung ist. Viele haben nur mehr ein Kind. Ja? Es ist für das Kind unglaublich wichtig, auch soziale Kontakte zu pflegen und das zu haben. Okay. Also ich verstehe Ihre Einstellung da überhaupt nicht. Da geht es um das Recht, das Kind auf Ausbildung, auf frühkindliche Förderung. Schließen wir das ab. Aber ist egal, aber nicht, wir werden uns nicht einigen. Ja? Schließen wir das ab. Ich möchte gerne zur Bildung noch kurz etwas ergänzen. Ja? Bitte um einen kurzen Punkt, wir haben noch viel vor. Große Themen. Mhm. Na, wir haben bis jetzt noch nie über Bildung die Möglichkeit gehabt, ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Sie können ganz sicher sein, dass das mit Herrn Spindeleck ein großes Thema ist. Weil eines der Schlüsselfragen, auch für den Standort, okay, versprochen, passt, ja. Eine Schlüsselfrage auch für den Standort und auch für die KMUs ist die Frage der Ausbildung unserer Jugend. Und wir haben mittlerweile 80.000 junge Leute, die jedes Jahr ohne Schulabschluss dann zwischen Arbeitsamt und Sozialamt sitzen. Ja? Und das ist das Problem, das Österreich als Standort wirklich hat. Also sehr viel mehr Vorrang für die Bildung und da gehört der Kindergarten genauso dazu wie die Universitäten. Gut. Also die Fachlehrgänge, die Fachhochschulen, eine gemeinsame Schule, eine Verbesserung der Oberstufe. Also alles, was man in diesem Bereich auch wirklich bewegen kann, gehört bewegt. Volle Unterstützung. Gut, das ist ein Wort. Was immer Sie da nennen, das muss man sagen, das würde den Staat einiges kosten, auch 80.000 Kindergartenplätze, die Sie fordern, die neu geschaffen werden sollen. Und das bringt uns auf das Thema Staatsschulden, die Sie schon ein bisschen eingebracht haben. Die belaufen sich derzeit, wie wir alle wissen, auf etwa 232 Milliarden Euro. Und da sind die Schulden aus der Hypo Alpe Adria noch gar nicht mit eingerechnet, von denen wir alle nicht wissen, wie hoch sie sein werden. Aber das ist schon interessant, Frau Klawischnik, und ich muss da auch mit Ihnen beginnen, obwohl Sie schon in der Zeit weit voraus sind, sage ich vorsichtshalber dazu. Das scheint Ihnen politisch gar nicht so ein drängendes Anliegen zu sein, der Abbau von Staatsschulden. Warum nicht? Also es ist, glaube ich, ein seriöser Ansatz, wenn man sich die derzeitige wirtschaftliche Lage anschaut und die Budgetsituation anschaut, dass es im Moment ganz, ganz, ganz schwer möglich sein wird, also große Schuldenabbauprogramme zu machen. Wir müssen schauen, dass wir mit dem Defizit hinunterkommen. Gleichzeitig müssen aber auch Investitionen getätigt werden. Wir brauchen im Bildungssektor Investitionen. Wir brauchen eine bessere Unterstützung für KMUs. Also das sind alles keine Fragen. Ja? Also die großen Steuersenkungsprogramme zu machen und daneben auch noch Schuldenabbau zu machen, das geht sich hinten und vorne nicht aus. Das ist höchst unseriös. Ja? Und wir sind so ehrlich, dass wir sagen, wir wollen die Steuer- und Abgabenquote, wir wollen sie zwar von der Struktur verändern, wir wollen ein anderes Steuersystem, wir wollen ein gerechteres, ein ökologischeres, aber es wird bei dieser Steuer- und Abgabenbelastung kein Spielraum sein, das wirklich deutlich nach unten zu geben. Alles andere ist für mich Voodoo-Ökonomie. Ja, das geht sich nicht aus. Steuern senken, Budget sanieren und gleichzeitig auch mehr ausgeben. Ja. Wie Sie alle wissen, stehen wir mit diesem Problem der Schulden in Österreich ja nicht allein da. Und da wurde eben dieses Paket geschnürt, der sogenannte Fiskalpakt, der den Staaten vorschreibt, in welchem Ausmaß und Tempo sie ihre Schulden reduzieren sollen. Und Sie, Herr Bucher, sagen mantraartig, keine neuen Schulden, keine neuen Schulden. Dann kommt der Fiskalpakt aus Europa und Sie sind dagegen. Wieso?
Sie sprechen die Schuldenbremse an, die ich vor 4 Jahren schon beantragt habe. Der europäische Fiskalpakt, der sozusagen das auf europäischer, auf Euro-Ebene regelt. Mir war es wichtig, dass zukünftige Regierungen sich darauf einigen und verständigen, keine Schulden mehr zu machen und Reformen einzuleiten. Und das würde nur gehen über eine Schuldenbremse mit einer gleichzeitigen Deckelung der Steuer- und Abgabenquote. Anders nicht machbar. Jetzt ist ja selbst die ÖVP diesen Gedanken gefolgt und fordert jetzt vor der Wahl. Nur vor 2 Jahren haben wir das verhandelt. Damals war die ÖVP nicht bereit, uns entgegenzukommen und das auch anzuerkennen, dass wir nur über diese Art und Weise, nämlich keine Schulden mehr machen, die Steuern aber gleichzeitig nicht zu erhöhen, nämlich in Reformen zu gehen. Und Sie wissen, welche Reformtätigkeiten uns bevorstehen in nächster Zukunft. Der Reformstau ist enorm groß in allen Bereichen, Gesundheit, Bildung, Verwaltung, Steuer. Das heißt, da muss man an die Substanz herangehen endlich einmal. Es gibt doch genügend Vorschläge. Ja, aber jetzt sagen Sie es wieder. Man muss an die Substanz heran. Das habe ich letztes Mal schon Herrn Spindelecker gezeigt, was der Rechnungshof alles vorgeschlagen hat. Und warum sind Sie dann gegen diesen europäischen Fiskalpakt? Das versteht doch niemand. Ja, weil ich dagegen bin, dass über die Hintertür da eine gemeinsame europäische Wirtschaftsregion, eine gemeinsame Budgetpolitik, eine gemeinsame Sozialpolitik gemacht wird. Davon ist ja gar nicht die Rede. Naja, das sind die ersten Anzeichen dorthin. Ich möchte mehr Eigenstaatlichkeit haben in Österreich. Und ich möchte nicht haben, dass wir am Ende in einer Sozialunion enden und für alle Zukunft die Schulden von Ländern übernehmen und schultern müssen, wo kein Österreicher und kein Enkelkind und kein Kind von uns irgendwas dafür kann. Wird ein bisschen ein großes Horrorszenario an die Wand gemacht. Sie waren auch dagegen. Wieso? Also meine Priorität oder unsere Priorität, was Bremsen betrifft, ist in erster Linie einmal eine Korruptionsbremse. Weil wir wissen, ein großer Teil dieses Lochs, das wir jetzt im Budget in irgendeiner Weise schultern müssen, ist nicht wegen dem Finanzmarkt entstanden, sondern wegen der Hypo Alpe Adria in Kärnten, wo sie maßgeblich den ersten Akt des Dramas, nämlich dass das die Freiheitlichen in Kärnten angerichtet haben, immer ausblenden. Ja? Und das muss man verhindern. Also hier alle Lücken zu schließen, das Steuergeld nur mehr dorthin rinnt, wo es hingehört. Wir haben jetzt die Woche die Telekom-Prozesse, also mit Hunderttausenden Euro auch ans BZÖ, wenn man sehen, wie das ausgeht. Ja. Aber ja, es gibt hier deutliche Hinweise, dass das geflossen ist. Ich hoffe, dass Sie das zurückzahlen. Das sind alles Beiträge, um auch Steuergeld wieder dorthin zu lenken, wo es hingehört. Gut, ja. Schuldenbremse. Wieso sind Sie dagegen, dass Europa sagt, wir nehmen uns einen Plan vor, wir geordnet mit einem Zeitplan die Staatsschulden zurückführen? Also ich halte sehr viel von nachhaltiger Budgetpolitik, dass man sich ganz genau überlegt, wie man also wirklich über einen mittelfristigen Zeitraum die Probleme in den Griff bekommt. Aber was der Fiskalpakt bedeutet hätte, sind vor allem Restriktionen bei Investitionen. Und da möchte ich mir in keiner Weise, von einer nicht befugten Weise, nämlich dass da Budgetprogramme des österreichischen Nationalrates, Investitionsprogramme ausgehebelt werden können durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Also so viel politischer Spielraum muss schon bleiben, dass wir selber entscheiden können, investieren wir jetzt in dem Bereich oder in dem Bereich. Aber nachhaltige Budgetpolitik... Aber wir haben auch dem Fiskalpakt nicht zugestimmt. Haben Sie nicht. Und aus gutem Grund nicht. Und warum sagen Sie dann sonst immer, die Lösung für die meisten unserer Probleme ist mehr Europa, nicht weniger Europa? Aber dann macht Europa mal was, was Ihnen nicht gefällt, und sagen Sie bis hierher und nicht weiter. Ich halte auch die europäische Politik für falsch. Also nämlich so auf Restriktion zu setzen und zu wenig zu investieren. Weil so werden wir uns aus der Krise nicht hinaus katapultieren. Im Gegenteil. Also wenn es jemanden vom Marathon, der eh schon eine Fußwunde hat, noch ins zweite Knie einschießt, dann wird der nicht Marathon laufen können. Ja? Also das ist... Und das ist mein Vorwurf an die Europäische Union. Ja. Gut, da sind Sie sich also in der Kritik, wenn auch aus unterschiedlichen Richtungen. In einem sind wir uns nicht einig. Wieder mal einig? Nein, in einem sind wir uns gar nicht einig. Also das, was Herr Bucher vorhat, ist im Wesentlichen der Austritt aus der Eurozone, beziehungsweise Nord- oder Südeuro, beziehungsweise nur die starken Länder Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande. Ja? Okay. Und das müssen Sie sich einmal vor Augen führen, was das für österreichische KMUs bedeuten wird. Wie viel die beitragen an Export, was das für unsere Exportwirtschaft bedeuten würde, das würde über 100.000 Arbeitsplätze kosten. Und das halte ich für verantwortungslos. Okay. Nämlich gerade aus der Sicht, die Sie immer so betonen, Klein- und Mittelunternehmen. Ich muss Sie ein bisschen bremsen. Sie sind um 3 Minuten voraus. Die Position von Ihnen zum Euro, die kennen wir, das ist die Nord-Süd-Euro-Position. Und nur weil es in der vorigen Diskussion auch schon ganz kurz Thema war, möchte ich Sie das auch fragen. Ist das so etwas, was man irgendwie in den Raum stellt, so einfach, weil man damit gut Proteststimmen holen kann? Oder sagen Sie uns heute, es gibt eine rote Linie, ab der muss die Entscheidung fallen und dann muss das kommen.
Und da muss entweder die Eurozone geteilt werden oder Österreich muss raus. Wo ist für Sie diese rote Linie? Der Euro an sich als Zahlungsmittel ist ja nicht das Problem. Wird fälschlicherweise immer ins Treffen geführt. Ob das Muscheln sind oder Euro sind, als Zahlungsmittel macht überhaupt keinen Unterschied. Das Problem ist die Schuldenhaftung in dieser Währungszone, in der wir uns befinden. Indem wir Schulden übernehmen, die wir nicht verursacht haben, sondern die beispielsweise Griechenland, Spanien, Portugal, Italien, Zypern gemacht haben in den letzten Jahren. Haben wir verstanden. Und ich sage aber Ihnen, die Frage ist ja, wann soll es das auskennen in dieser Thematik? Aber wissen Sie, wie viel wir zum Beispiel mit Italien... Wann soll es das geben, Herr Bucher? Wann soll es diese Trennung geben? Wann ist es soweit? Wir haben von Anfang an uns immer beraten mit Währungsexperten, auch aus dem deutschsprachigen Raum, die sich wirklich etwas sagen getrauen und die nicht im Soll der österreichischen Bundesregierung stehen. Und das ist ein Unterschied. Und die Leichtgläubigkeit der Medien verstehe ich nicht. Ja, in Österreich ist es ein Einzelfall, dass man immer der Bundesregierung glaubt und nie der Opposition. Obwohl wir viele Leute und Experten... Sagen Sie so. Ja, ich sage Ihnen, es wird nach den Wahlen in Deutschland wird es zu einer Trendwende kommen, was die Eurozone betrifft. Denn es kann nicht hinnehmbar sein, dass immer die Schnellen auf die Langsamen warten zukünftig hin. Das wirft uns im Wettbewerb immer weiter zurück. Und es wird daher aus meiner Sicht diese Zweiteilung des Euros geben in Zukunft, weil wir... Legen Sie sich einmal fest, auf was? Ich sage Ihnen, nach den Wahlen in Deutschland wird die Frau Merkel eine Richtungsänderung entscheiden. Und der Herr Faymann wird dann ins Büro gebeten werden und mit der Meinung des Herrn, der Frau Merkel bei der Bürotür wieder hinausgehen. Das werden wir sehen. Kein Wunder, dass Sie das sind alles so stonnerhaft waren. Da gibt es ja keinen Unterschied inhaltlich. Da sind Sie einander nicht einig, das haben wir auf den ersten Blick gesehen. Ich würde gerne noch ein letztes Thema hier, ein konkretes Thema ansprechen, das Ihnen auch, glaube ich, ganz wichtig ist. Das ist das Thema Verkehr. Da wissen wir seit der ORF-Wahlfahrt gestern mit Hanno Settele, Herr Bucher, dass Sie ganz gerne mal aufs Gas steigen, wenn es irgendwie geht. Ich weiß, Sie haben sich ans Tempolimit gehalten. Hat man gesehen, ja? Was halten Sie denn von... Ja, hat man gesehen. Ja, er muss auch eine Strafe zahlen, der Herr Stronach. Was halten Sie vom grünen Vorschlag Tempo 80 auf Landstraßen? Überhaupt nichts. Also die Autofahrer sind die Melkkuh der Nation. Und sie sind was hat das jetzt mit dem Tempolimit zu tun? Naja, weil das ja auch eine Frage ist, was man den Autofahrern alles zumutet in Österreich. Die müssen 8 verschiedene Steuern und Abgaben bezahlen, müssen sich an unzählige Dinge halten, die den Verkehr oftmals lähmen. Ja? Pflicht oder was? Und nein, aber Ihre Forderung auf Freilandstraßen 80 zu machen, ist absurd aus meiner Sicht. Ja? 160 hat einmal der Herr Gorbach gesagt, das ist Ihnen lieber, oder? Nein, dort, wo es die Straßen zulassen, bei 3-, 4-spurigen plus Bahnenstreifen, warum nicht? Vertrauen wir doch bitte einmal den Autofahrern, dass sie selbst entscheiden können und selbstbestimmt wissen, wie sie sich im Straßenverkehr zu verhalten haben. Sie wollen immer nur Regeln und Auflagen und Vorschriften machen. Wissen Sie, wenn Sie so vorgehen, politisch vorgehen, dann trauen Sie den Menschen in Österreich immer weniger zu. Ich halte das nur so konkret. 160 auf Autobahnen, wenn sie 4-spurig sind, wäre eine Forderung von Ihnen. 160. Ja, also, oder wie in Deutschland überhaupt freigeben? Oder was? Nein, aber 160, warum nicht dort, wo es die Verkehrslage zulässt? Ja? Ich vertraue den Autofahrerinnen und Autofahrern, dass sie selber wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Okay, ich möchte erstens auf etwas hinweisen. Ich meine, wir kennen alle, wir sind beide vom Land, wir kennen beide diese Begräbnisse von meist jungen Leuten. Ich finde, es gibt keinen sinnloseren Tod, als wie auf Freilandstraßen zu sterben. Und Sie wissen genau, auf diesen Landesstraßen passieren die meisten tödlichen Unfälle. Also in den letzten 4 Wochen 45 Menschen. Ja? Und da hat es, ich meine, Helmpflicht beim Motorradfahren, Gurtenpflicht, das sind alles Dinge, die retten Leben. Ja? Ja. Und mein Vorschlag geht nämlich in die Richtung, dort einfach das nur umzudrehen. Dort, wo die Straßen das zulassen, keine Frage. Aber wenn Sie jetzt an Landstraßen entlangfahren, Sie haben Sie haben einen Schilderwald, 70er, 80er, 90er Beschränkung vor jeder Kurve. Das ist nur eine Idee, das umzudrehen. Sie wollen jetzt im Straßenverkehr hören Sie mir bitte 80. Kurz zu, hören Sie mir bitte kurz zu. Hätten wir eine entschärfte Landstraße, hätten wir nicht in den letzten 4 Wochen 45 Todesfälle gehabt. Ich würde diese Begräbnisse nehmen. Meine Vision ist, und das ist eine Verkehrssicherheitsmaßnahme. Ja? Aber genau dort passiert es. Sie kennen genau die Kreiseln auf der Straße. Und Sie wissen, dass es genau an diesen Stellen passiert. Und deswegen bitte, ja, reden wir über das sachlich und nicht polemisch. Glauben Sie wirklich, dass mit der
mit der Limitierung auf 80 große Fortschritte. Das nächste gemacht. Ist 50. Nein, schauen wir haben Sie Erfahrungen sich die Qualität der Fahrzeuge an und die Entwicklung der PKWs in den letzten Jahren. Ja, in Zukunft fahren wir mit autorisierten Fahrzeugen durch die Gegend. Ja? Automatisch gesteuert. Die Technik geht weiter voran. Ja, also, trotzdem, das müssen Sie halt auch zur Kenntnis Vision nehmen. Wir ist, haben nicht mehr die Fahrzeuge, mit denen wir in den 50er, 60er Jahren, außer jetzt einig, bei der Wahlfahrt. Aber was? Meine Vision ist trotzdem null Verkehrsverbote. Nicht einig, das können Vision. Wir festhalten. Ich möchte noch ein kurzes Thema aus dem Familienbereich hierher legen, das Ihnen ja ganz besonders wichtig ist. Und das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass das jemand im Wahlkampf plakatiert, meines Wissens noch nie geschehen. Patchwork-Familien. Ich kann das von Ihren Augen ablesen. Okay, das ist überraschend für viele und da schlägt sich das BZÖ auf die Seite der, wenn man so sagen will, entrechteten Väter. Die Nein. Grünen werfen sich für die Mütter in die Schlacht, hat man ein bisschen Nein, den Eindruck. Wir so. Für alle in die Aber Schlacht. Ist es nicht ein, also beide Seiten derselben Medaille? Das hat ja keinen Sinn, Nein. da irgendwie die beiden Seiten gegeneinander Nein, auszuspielen. Sie, Frau Turner, wir haben halt einfach gesehen, dass es in Österreich gesellschaftspolitisch eine Entwicklung gibt, der muss man einmal Rechnung tragen. Und man kann nicht so tun wie die ÖVP, dass es Eheschließungen gibt in Österreich und die halten ein Leben lang. Das ist nicht mehr die Realität. Wir haben 17.000 Scheidungen in Österreich pro Jahr, wir haben 19.000 betroffene Kinder aus Scheidungen. Es sind 1,1 Millionen Menschen in Österreich, die in einer Patchwork-Situation leben. Das ist ja ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung. Und das Letzte, was gemacht wurde, hat die Frau Donal angerichtet. Vor der Frau Donal waren die Frauen arm, nach der Frau Donal waren die Männer pleite. Und diese Situation müssen wir wieder in Einklang bringen. Ich möchte den Frauen Gutes tun. Ich möchte den Frauen nichts wegnehmen, sondern ich möchte sogar jenen Frauen, die darunter leiden, dass die Männer nicht zahlen können, weil sie arbeitslos sind, eine staatliche Bevorschussung des Unterhalts bieten. Da sind 5.000 Fälle pro Jahr davon betroffen, Gut. die durch die Finger schauen, weil der Vater nicht zahlt oder nicht zahlen kann. Da muss man der Frau oder Mutter helfen, weil das Kind ja nichts dafür kann. Mir geht es immer um das Kindeswohl. Und es geht auf der anderen Seite um die Männer, die eine zweite Familie gründen wollen und denen das Geld fehlt. Da sollen sie doch die Hälfte des Unterhalts steuerlich absetzen können. Es muss uns doch etwas daran gelegen sein, dass wir auf die Familien schauen, dass wir Kinder wollen in unserem Land und dafür sorgen, dass die Zukunft gesichert ist. Das können wir nur mit einer aktiven Familienpolitik. Einverstanden. Ich halte wenig davon, dass man als Männer und Frauen gegeneinander ausspielt. Und die Männer sind pleite und die Frauen sind arm. Also solche Polemik, die finde ich bei solchen Themen komplett unangebracht, sage ich Ihnen ehrlich. Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Lebensmodelle, es gibt so viele unterschiedliche Notsituationen von Männern und von Frauen, von Kindern, Kinderarmut. In Wien haben wir die Kindergrundsicherung Gott sei Dank eingeführt, um genau das, auch die Kinderarmut zu bekämpfen. Mhm. Ich sage Ihnen nur meine Vorschläge zu diesem Thema. Ich glaube, dass wir nicht unter das Existenzminimum pfänden dürfen. Also das muss man abstellen, da kenne ich auch einige Fälle. Und das Zweite, ich bin der Meinung, also dass Alimentezahlungen Vorrang haben sollen vor zum Beispiel Versandhausschulen. Das ist im Moment auch nicht der Fall. Ja? Aber ich möchte nicht die eine Gruppe gegen die anderen ausspielen. Familien sind unglaublich bunt und Familien, da gehören für mich auch gleichgeschlechtliche Paare dazu, die sollen auch gleichgestellt sein. In vielen Fragen dürfen nicht heiraten zum Beispiel. Da gehört für mich viel dazu. Familienbegriff ist in meiner Hinsicht sehr, sehr bunt und da wünsche ich mir von nicht nur von Ihrer Partei, sondern auch von der ÖVP sehr viel mehr Liberalität. Letzte Frage zu diesem Thema ganz kurz zu beantworten, glaube ich. Im Dezember wurde beschlossen, dass seit heuer Gerichte geschiedene Eltern zu einer gemeinsamen Obsorge für ihre Kinder verpflichten können. Ganz kurze Frage, Frau Klawischnik, was spricht denn für Sie dagegen, dass sich Eltern auch nach einer Trennung beide um ihr gemeinsames Kind kümmern? Spricht für mich gar nichts dagegen. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, in der Phase der Trennung auch eine Mediation anzubieten. Da sind die Familienrichter und Familienrichterinnen sehr überfordert in diesen Fragen, um dann von Konflikt in eine Kooperationsphase zu kommen. Da braucht man Hilfe, solche Paare brauchen Unterstützung. Und da würde ich mir wünschen, eine Mediation rund um die Scheidung und bevor das Obsorgerecht ausgesprochen wird. Und dann Sie die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, Herr Bucher,
Eltern, die total zerstritten sind, zu dieser gemeinsamen Obsorge zu zwingen. Ja, wir wollen ja das Scheidungsrecht in Österreich ändern, wegzugehen vom Verschuldungsprinzip hin zum Zerrüttungsprinzip, wie das in Deutschland gehandhabt wird. Und wir wollen diese gemeinsame Obsorge. Denn das Kind hat Anrecht auf Vater und Mutter und das ein Leben lang und kann nichts dafür, dass sich die Elternteile nicht mehr untereinander verstehen. Und nur auf diese Art und Weise können wir schaffen, aber die gemeinsame Obsorge ist ja nicht Realität geworden mit dieser Gesetzesänderung, sondern der Vater hat so etwas wie eine Obsorge auf Probe, eine Bewährungsfrist 6 Monate. Das halte ich nicht für in Ordnung. Wir brauchen diese gemeinsame Obsorge. Vater und Mutter ist man ein Leben lang. Gut. Apropos Patchwork, sage ich an dieser Stelle. Es ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass es nach dieser Wahl eine Art Patchwork-Koalition geben muss. Deswegen an Sie die Frage, Frau Klawischnik, ist es für Sie völlig ausgeschlossen, in so einer Patchwork-Koalition mit dem BZÖ zusammenzuarbeiten? Also ich muss ehrlich sagen, was ich halt am BZÖ erlebt habe die letzten, ja, wir kennen uns jetzt ein Jahrzehnt, die korruptiven Vorgänge, die es gegeben hat, die ungeklärten noch rechtlichen Vorwürfe. Also für mich ist das nicht denkbar. Ich habe da so viel Vertrauen auch ja, bei den Wählerinnen und Wählern verloren gehen sehen. Also es ist für mich keine Option. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Gut. Herr Bucher? Korruptionsbremse. Ja. Mit den Grünen? Zusammenarbeit möglich oder nicht? Nehmen Sie zur Kenntnis, es gibt keine Verfahren gegen das BZÖ. Keine einzige. Es gibt kein Verfahren gegen irgendeinen vom BZÖ. Niemand ist im BZÖ, der gerichtlich verfolgt wird oder gegen den es eine Anklage gibt. Ich habe reinen Tisch und ich habe Sauberkeit, für Sauberkeit gesorgt im BZÖ. Wir sind am Ende der Sendezeit. Und damit ist klargestellt, dass wir keine von Korruption verfolgte Partei sind. Es war nur eine Frage. Nicht gegen das BZÖ, gegen Ex-Mitglieder des BZÖ. Okay, es war nur eine Frage. Sie sind doch Juristin und sollten das wissen. Nicht? Unter den 7 Angeklagten befinden sich 2 ehemalige Ex-BZÖler, Klaus Wittauer, Arno Ecker. Ehemalige Stadt. Gut, Punkt. Hinausgeschmissen. Hätten wir das geklärt? Ich habe noch eine Frage nur an die beiden Wirtskinder, an Sie beide. Da gibt es eine kleine Diskussion, ab und zu, die wird die geführt. Da geht es um das Glas Leitungswasser, das man im Wirtshaus serviert bekommt und wo gelegentlich Wirte auch ganz schön schmalzig Geld dafür verlangen. Finden Sie das in Ordnung, Herr Bucher? Ja, ich war ja lange Jahre Wirtevertreter, habe 200 Betriebe betreut. Okay? Und wir haben es immer gratis angeboten, denn das Glas Wasser kostet Gott sei Dank in Österreich nichts und ist von hervorragender Qualität. Mhm. Und ist für mich ein Werbeprodukt, mit dem wir die Gastronomie europaweit beflügeln können. Also, bin ich einverstanden. Also in meiner Zeit, als ich ausgeschenkt habe, hatten wir nur einen Doppelliter Weiß und dann Doppelliter Rot. Und wenn ein Gast sich über den Wein beschwert hat, habe ich ihn einfach umgeschüttet in ein anderes Glas mit dem Ergebnis, dass manche Gäste gesagt haben, warum nicht gleich so, Fräulein? Nein, ich möchte nur noch nachfragen. Es gibt aber natürlich Wasser die Diskussion. Ja. Wasser gratis, Lebensmittel. Lebensmittel. Auch wenn jemand sich ins Wirtshaus sitzt, dort 2 Stunden sitzen bleibt und nur ein Glas Wasser trinkt. Das haben wir auch ausgehalten, ja. Ist okay. Das Gut. ist in Ordnung. Bei uns gab es das Wasser jedenfalls gratis, aber nicht umsonst. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr für die Diskussion. Das war's für heute, meine Damen und Herren, aus dem ORF-Konfrontationenstudio. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse. Inzwischen bereitet sich Peter Filzmeier im ZIP2-Studio schon auf die Gesprächsanalyse vor und die Faktenchecker spüren heute den Aussagen von Frank Stronach nach, der ja erklärt hat, seine Firma habe nicht von Eurofighter die profitiert. Wir sind gespannt. Nächsten Dienstag heißt es wieder Regierung gegen Opposition. Grünen-Chefin Eva Klawischnik trifft auf ÖVP-Chef Michael Spindelegger und SPÖ-Chef Werner Faymann bekommt es mit Heinz-Christian Strache von den Freiheitlichen zu tun. Für heute sage ich Ihnen danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.